Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey mit mir, dem Jan. Ja, jetzt werde ich hier wieder zurück zu Darius gehen, um mit ihm zu sprechen und gucken, wie es dann weitergeht. Dass man ihn ordentlich auslöschen kann, wie der letztes Mal gesagt hat, ist einem klar, der das hier spielt. Wegen den ganzen anderen Assassinen-Teilen. Da ist der Orden immer noch. Zwar dann nicht Templer, aber immer noch. Und das Volk, die ganzen Bewohner hier, sind froh, dass es Cassandra gibt. Gewittert's? Ja. Aber schön, dass er immer in so einer Hütte sitzt. So sieht man sich wieder, Adlerfrau. Gut, du bist zurück. Setzen wir unseren Plan in die Tat um. Wir werden mehrere Feuer legen. Der Rauch wird die Heloten dazu zwingen, zu fliehen und am Morgeswachen von der Mine weglocken. Den Feind direkt ins Herz treffen und dabei unschuldige Leben, soweit es geht, verschonen. Ein weiser Plan. Ich werde dafür sorgen, dass meine Leute den Rest des Gebiets abdecken. Was ist passiert? Natakas starb, weil er Elpidios beschützte. Ein Ordensmitglied wollte mich treffen. Er war da, Dareus. Sie hatten Natakas im Schiffswrack gefunden. Er versuchte, gegen sie zu kämpfen. Das gehört den Attackers. Ich hatte keine Gelegenheit. Ich hatte es ganz vergessen. Er ist tot. Er ist wirklich tot. Und er kommt niemals zurück. Ich werde ihn nie vergessen, Dareus. Ich vermisse ihn. So sehr. Er fehlt mir so. Wir haben Zeit zu trauern, wenn das vorbei ist. Immerhin wissen wir jetzt, dass Elpidios lebt. Holen wir ihn zurück. Wenn Amorgis hier ist, muss Elpidios auch hier sein. Sobald wir anfangen, gibt es kein Zurück. Sie werden alles gegen uns aufbieten, was sie haben. Zeit anzugreifen. Es könnte uns alles kosten. Ich kenne den Preis. Verschwindet hier! Was zum? Suchen wir den Jungen. Auf geht's. So. Geh ich mal als erstes hier. Let's go.
So, den ersten Soldaten. Schalte die Soldaten aus, die sich dem Holzfäller nähern. Also kommen die zu. Jetzt noch den letzten da hinten. Weiß ich nicht. So, hab alle erledigt. Jetzt heißt es nach da hinten kommen. Bleib doch nicht daran hängen an dem Scheißzelt. So, sprich mit Dach. Wieso muss ich immer mit ihm reden? Wenn ich jetzt hier lang komme, sehen die mich? Nein. Ich beachte die einfach nicht. Sofort zu Darkness. Um das schnell alles hinzukriegen. Wo ist Amorgus? Die Minen, aber ihr werdet nie durch seine Verteidigung kommen. Ich zerschmettere. Nichts ist uneinnehmbar. Wir finden einen Weg hinein. Ihr seid verrückt, alle beide. Du wirst Amorgus sagen, dass die Adlerfrau, die Wahrerin der griechischen Welt, hier vor seiner Tür steht. Sag ihm, ich komme. Seinetwegen. Wegen Elpidios. Und ich klopfe nicht an! Geh, ich kümmere mich um die Ordenswachen. Ich muss zu den Minen. Und auf dem Weg schalte ich so viele wie möglich aus. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ja, das ist nicht so leicht. So. Dann kletter ich mal woanders. So. Jetzt hier kurz mal gucken, wo die überall sein können. Da läuft einer. Hier sind doch gar nicht so viele Wachen. Die sind wahrscheinlich alle im Berg drin. Ja. Da ist eine. Ah.
So. Ich muss hier rein. Er muss hier irgendwo sein. Hier oben geht's nicht lang. Das heißt hier. Du kannst dich nicht verstecken, Amorgis! Der wird 100% nicht hier drin sein, sondern dass das eine Falle hier ist. Es ist so still. Das ist so eine Falle. Was heißt denn gut bewacht? Ich habe bis jetzt noch keine Wache gesehen. Das Schleichen dauert mir zu lange. Bin ich jetzt hier einmal im Kreis gelaufen? Ja, bin ich. Okay. Hier geht's noch um die Ecke. Vorsichtig, niemand darf mich sehen. Die erkunde die Minen. Aber ich bin doch schon wieder bis hier in Ausgang. Hier ist 100% ein Geheimgang. Hä? Hier bin ich schon eben reingegangen. So. Und dann bin ich hier. So. Komm raus, Amorgis! Dein Schicksal erwartet dich! Als ob ich dahin musste. Seht, die Adlerfrau. Cassandra. Wo ist... Amorgis. Er ist im Tempel über den Minen. Doch noch ist es nicht so weit. Sie ist genau so, wie Gerges sie in seinen Einträgen beschrieben hat. Feurig.
Oh, Gerges. Er war der Beste von uns. Du warst seine Lieblingsfigur, Adlerfrau. Und doch hast du ihn ermordet. Gerges war ein Mitglied des Ordens. Ihr alle verdient, was euch bevorsteht. Wir haben nicht vor, beiseite zu treten. Stell dich nicht zwischen mich und meinen Sohn. Elpidios, sie trägt ihren kleinen Krieger noch im Herzen. Sie hat immer noch Hoffnung. Was für ein törichter Gedanke. Wir werden noch mit unserem letzten Atemzug für Persien kämpfen. Die Leben, die zerstörten Städte, das alles dient Amorges Friedensvision. Sein großer Plan. Jedes Mittel ist erlaubt. Ich finde dich. So. Quest abgeschlossen. Amorges, heute wirst du bluten. Und bevor ich hier weitermache, sage ich jetzt: Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.